Are you taping again? Come on. I don't know why, but I just love it here. It's so peaceful. You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. I think I can see why. It's too bad we have to leave. Please promise you'll take me again, James. She was sick? No. I killed her. You kill her! Why'd you do it? I hate you! I want her back! Give her back to me! I knew it! You didn't care about her! I hate you, James! I hate you! I hate you! I hate you! She was always waiting for you. Why? Why? Voice. James.
Damit willkommen zurück zu Silent Hill 2, dem wahrscheinlich letzten Part. Für alle, die es jetzt noch nicht ganz kapiert haben, auf dem Videoband sah man, wie James seine ihn liebende Ehefrau Mary mit einem Kissen erstickte. Gut. Also gut, soweit ist die Geschichte. Für alle, die es jetzt nicht genau mitbekommen haben. Wie? Warum? Also gut, James ist also ein Mörder. Wenn man in Wikiforen und irgendwo mal gelesen hat, James ist ein Mörder, ja, er ist ein Mörder. Aber wie gesagt, ich werde dazu mehr sagen, wenn wir soweit sind. Und ja, eigentlich haben wir jetzt schon ziemlich alles erledigt, was wir konnten. Wir haben so ziemlich alle Rätsel mittlerweile ein bisschen gelöst. Die Geschichte spitzelt sich langsam zu. Wir haben Lauras Brief. Liebste Laura, ich habe diesen Brief Rachel anvertraut, damit sie ihn dir gibt, wenn ich gegangen bin. Ich bin jetzt weit weg, an einem stillen, wunderschönen Ort. Bitte vergib mir, dass ich mich nicht bei dir verabschiedet habe. Pass auf dich auf, Laura. Sei nicht so streng zu den Schwestern. Und Laura, was James betrifft, ich weiß, dass du ihn hasst, weil du meinst, er wäre nicht nett zu mir. Aber gib ihm bitte eine Chance. Es stimmt, dass er manchmal etwas grob ist und nicht oft lacht. Aber im Inneren ist er ein wirklich sehr netter Mensch. Laura, ich liebe dich wie meine eigene Tochter. Wenn sich die Dinge anders entwickelt hätten, hätte ich dich gerne adoptiert. Herzlichen Glückwunsch zu deinem 8. Geburtstag, Laura. Deine Freundin für immer, Mary. Und ihr könnt mich an Weihrennen. Immer wenn ich das lese, bekomme ich auch ein klein wenig nasse Augen. Ganz ehrlich. Es ist einfach gut. Die Spieleentwickler, also die Spiele entwickelt haben und auch die Übersetzung. Es trifft einfach sehr viel. Ne, wenn man ein klein wenig menschlich ist, ein klein wenig empathisch ist und vielleicht auch sowas schon erlebt hat, muss man einfach sagen, es... Ja, es berührt. Gut, das war Lauras Brief, den sie von Mary bekommen hat, für alle, die es nicht gemerkt haben. Dann der Brief von Mary an James, den wir seit Beginn des Spiels bei uns tragen. Der Umschlag ist leer. Also Anfang des Spiels hatten wir noch einen Brief. Hallo, ich warte auf dich. Dann Anfang des Szenarios hier, hat das Szenario war er plötzlich leer. Also ein leeres Stück Papier. Jetzt ist der Umschlag leer. Und wir haben Marys Foto. Ja. Wir haben auch noch Angela Oroskos Klinge, die wir seit dem Apartment haben. Gut, also, ich würde sagen, weiter geht momentan nichts. Die Musik bleibt so, okay. Nein, ich würde sagen, es gibt nicht viele Spiele, die so stimmig sind. Und ich bereue es wirklich, dass ich das Spiel damals nicht gespielt habe und lang geschmäht habe. Naja, ich wollte nicht raus. Doch mal sehen, was hier los ist. Ah, okay. Ja, es gibt nicht viele Spiele, die interessant sind. Sind wir jetzt schon wieder in einer anderen Dimension? Wieso ist es so nass? Natürlich. Wer das Spiel kennt. Und wer mein Gedöns, ich sag's jetzt nicht zum tausendsten Mal. Doch, ich sag's doch. Das Bad Ending ist leider Kanon. Okay, gut. Oh, wir können jetzt nicht hier speichern, ist auch gut. Gut.
Das ist nass. Wieso ist es immer nass, wenn James in seine Hölle kommt? Wobei, wie gesagt, ehrlich gesagt finde ich, es ist unnötig, was sich James hier antut. Es ist gut für das Storytelling, aber es ist einfach unnötig. Ich kann allen, die schon mal sowas erlebt haben, ich habe es schon oft gesagt in diesem Let's Play, wenn jemand denkt, ohne den geliebten Menschen sei das Leben nicht mehr lebenswert, hat das die geliebte Person gewollt für euch? Also nicht, dass ich jetzt euch ansprechen will. Ich sag's einfach nur. Hat das diese Person gewollt? Ne? Nein, ich finde es gerade interessant, dass alle aktuellen Durchgänge sind rot und alle sind violett. Wieso plötzlich violett? Mir, glaube ich, gar nicht aufgefallen, als ich das zum ersten Mal durchgespielt habe. Ja, ich bin stolz drauf, dass es sehr, sehr nah, dass ich ein... Ja gut, veröffentlicht habe ich gerade mal 2 Parts. Aber es kommt schon noch. Weil ich mag es, dieses Spiel irgendwie auch. Bitte keine Abstract Daddies. Ich mag es auch, das Spiel so in Spielfilmlänge zur Pause. Ich finde, das passt. Hey... Was? Aha! Kapiert ihr es? Kapiert ihr es? Die Dimensionen vermischen sich. Orte, die weit weg sind, sind plötzlich nah. Und umgekehrt. Das liebe ich an Scientist. Das liebe ich an dem Spiel. Er kann auch Resident Evil nicht mithalten. Sorry. Ich mag Resident Evil, aber da kann das Spiel nicht mithalten. Warte jetzt mal. Ich war zu schnell. Was? Ah, okay. Time Loop. Ja, ja. Nein, ich finde es wirklich, wirklich sehr, sehr tragisch, was mit James hier passiert. Ich gönne es ihm nicht. Er hätte Besseres verdient. Ich glaube, es wurde sogar von den Machern schon in den Weg gezogen, dass das Good Ending in eine alternative Zeitlinie kommt, wo auch Kanon sein kann, weil die Macher selber haben schon gesagt, sie hätten James wirklich das gute Ending gegönnt. Aber leider, wie wir aus dem Kanon-Titel Silent Hill 4 wissen, ist leider das Bad Ending Kanon. Ja. Ich verrate jetzt aber nicht, was das Bad Ending ist. So fies bin ich. So, was ich aber machen will ist... Die Treppe hoch. Ach, es geht gar nicht. Okay, wo muss ich denn jetzt lang? Ich geh jetzt einfach mal hier lang. Ach ne, hier war er ja schon. Ich Depp. Also, wo wollen wir denn jetzt hin? Ich glaube, es gibt gar nicht so viele Auswahlmöglichkeiten, oder? Was erst lang keine Gegner kommen, ist es mir auch wurscht. Und ich schäme mich nicht, dass ich manchmal einfach ein bisschen zu lange labere, ein bisschen zu lange erkunde. Ich finde, das gehört dazu. Ich möchte aber trotzdem irgendwie weiterkommen. Ich mache das nicht absichtlich. Ich versuche nur den schnellsten Weg, aber ich glaube, wir müssen einfach hier lang. Naja. Und natürlich ist Laura böse auf James. Weil, ja. Es ist ja oft so, ne? Verliert man etwas jemanden im ersten Moment, ist man auch wütend.
Ich würde mal annehmen, dass Laura besser mit der Situation zurechtkommt. So, ich würde jetzt wirklich gerne wissen, wie ich hier weiterkomme. Bei aller Schönheit des Spiels, aber ich will doch mal weiterkommen. Ich darf nicht irgendwie, oder? Ich darf nicht weiterkommen. Gut. Hä? Doch, 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 doch. Ist gut, ich mag sowas. Ich mag sowas wirklich. Hier, Brainfuck. Okay. Ah ja, wir sind ja jetzt ganz woanders, stimmt. Kann ich jetzt hier erkunden. Gar nicht gemerkt zuerst. Aber die, Alter, das stimmt überhaupt nicht mehr. Ich liebe sowas. Tut mir leid, ich liebe sowas echt. Es erinnert mich irgendwie sogar ein bisschen an Bayonetta. Also, ganz ehrlich gesagt, Bayonetta finde ich, also nicht jetzt Asiatum, der neuesten Teil. Aber ehrlich gesagt, ich mag Bayonetta. Das Spiel. Nur bin ich leider zu schlecht darin. Moment, wo bin ich jetzt? Ah ja, stimmt. Gut, das ist alles kaputt. Das wird immer modriger. Schon aufgefallen, das wird immer modriger. Immer nasser und modriger. Ah, jetzt geht's. Kann ich das töten? Nein. Aber warte jetzt mal. Ich kann. Okay, ich kann gar nicht mehr. Was anderes. Hatte mir nicht mal eine Waffe? Gut, so lange ist hier. So! So! So, komm her! Komm schon her, du! So, jetzt! Dankeschön! Das ist so gemein! Es spoilert mich das Bad Ending! Es ist einfach so! Gut, ich bin ja gespannt, welches Ending wir erwischen. Ich bin jetzt wirklich gespannt. Warte mal. Ah, Gesundheitsdrinks. Okay. Und was macht da noch Angela Orozco so? Munition, Munition, Munition. Und ich kann das beide. Nein, Angela wird kein Boss. Alter, hab ich wie hier gespammt werden. Oh, da ist ja noch Munition. Immer mitnehmen. Ja, ich spiele auf einfach. Hat man schon gemerkt? Sind die tot? Nein. Aber bald! Aber bald! Ich glaube, es bringt einfach nicht viel. Gut, das wäre eigentlich eine Tür, aber. Pff. You're not
not my mama. It's you. Oh, I'm sorry. Angela, no. Thank you for saving me. But I wish you hadn't. Even Mama said it. I deserved what happened. No, Angela, that's wrong. No, don't pity me. I'm not worth it. Or maybe you think you can save me. Will you love me? Take care of me? Heal all my pain? That's what I thought. James, give me back that knife. No, I won't. Saving it for yourself? Me? No, I'd never kill myself. It's hot as hell in here. You see it too. For me, it's always like this. Yeah. Ist es leider. Interessante. Hä? Okay. Wir können Angela nicht folgen. Und diese Skulpturen sehen verdächtig nach etwas aus, was sexuell nicht so in Ordnung ist. Ja, Angela, bei Angela dreht sich eben viel um Sexualität. Und wieso habe ich die Waffe nicht mehr? Hallo? Ich spiele mein Stahlrohr. Also gut. Wir sind jetzt hier. Ich habe nochmal geladen und... Ja. Aber ich konnte jetzt wirklich zwei Szenen so mit Mute aufnehmen. Ich kann eben nicht muten, ne, wenn ich aufnehme. Deshalb wusste ich jetzt ja, was kommt. Deshalb habe ich auf Mute geschaltet und hatte dann raus, was... unnötig ist. So. Aber ja, ich hoffe wirklich, dass ihr es mir nicht übel nimmt, wenn ich ab und zu mal etwas nicht muten kann und dann hört ihr eben den Sound doppelt. Das tut mir wirklich leid. Aber es ist so. Ich speichere jetzt mal, weil ich weiß ja nicht wann. So könnte ich eigentlich die... Ich glaube, jetzt kommen ziemlich Zwischensequenzen. Da habe ich nicht viel zu spielen, aber es macht ja auch nichts. Ja, ich glaube, James dreht langsam am Rad. Aber es passt sehr gut zur Atmosphäre. Ich glaube, so schlimm sah es noch nie aus um James. Wobei, ich frage mich einfach, ist das Modern Day für viele Silent Hill Protagonisten ist eigentlich die Alternativwelt ihre Hölle. Aber ich finde, es hat mehr was zu tun bei ihm wie... Er merkt langsam, was passiert. Er realisiert seinen Verlust. Oder ist das das Zeichen, dass er langsam weiß, was er will? Oder
Ach, frag mich nicht. Bin aus dem über das Ding hinaus, dass ich mir hier noch groß Gedanken machen kann, was der noch klar denkt. Aber die Hütte ist mittlerweile, also in James' Gedanken ist die Hütte schon sehr abbruchreif, aber wie gesagt, es ist immer schlimmer um ihn. Ich glaube, es ist immer schlimmer um ihn. Ach, die hasse ich. Sollte, ach, genau das habe ich befürchtet. Alter, die zählen ganz schön an der Energie. Ja, wieso nicht? Wenn wir schon... Ich kann die ja nicht töten. Glaube ich zumindest. Es wird rot. Das ist natürlich gar nicht gut. Oh, hallo? Okay. Oh, es kommt ein Bossfight. Okay. Bin ja mal gespannt, was jetzt kommt. I was weak. That's why I needed you. I needed someone to punish me for my sins. But that's all over now. I know the truth. Now it's time to end this. Ja. Was habe ich für Waffen? Das ist noch nicht der Boss, der letzte Boss. Und die Musik ist einfach... Hoho. Vielleicht hätte ich es ja noch ein bisschen zusammengehört, dass ich die Musik während des Spiels besser höre. Bei mir ist sie natürlich etwas leise, aber... Ach ja, eine neue Ladung. Und darum haben wir jetzt zwei. Au, du Sack! Du Pisser! Warte. Ja, ich weiß, ich komme hier gerade nicht stimmig. Ich habe gerade Probleme hier. Ich sage, jetzt zwei Pyromat Heads. Viele sagen, da James Eddie getötet hat. Geh weg! Okay, jetzt reicht's mir. Verdammt nochmal. Und die Pistole. Das ist blöd. Geh weg! James! Ich muss nicht sehen, ich muss nur zielen! Also, wir wissen ja mittlerweile, James hat Mary getötet. Das hat ihn... Mich juckt's am Arm! Tut mir leid, ich bin jetzt ein bisschen off-topic mit der Stimmung. Ah! Hilfe! Hier wird hier ganz blöd umgemacht hier. Also, wir wissen, James hat Mary getötet. Das hat er den ersten Pyromat hätte erschaffen. Er hat Eddie getötet. Das hat jetzt scheinbar einen zweiten Pyromantik geschaffen. Wir bekämpfen jetzt beide. Und das erinnern wir an das Sprichwort: Die Dämonen, die wir schaffen! Nachladen im besten Moment. Ich
mich doch, James! 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 Nur zum Glück. Warte mal, werden die schneller? Werden die langsamer? Nein, werden sie nicht. Diese blöden Speer haben auch eine Reichweite von 1000 Kilometern. Genau, das habe ich eben nicht. Ach, da haben wir alles mit drauf. Also? Ich hoffe, euch gefällt die Musik. Ich lasse jetzt ein bisschen laufen. Ich weiß nämlich genau, wie ich das anschneide. Nichts Spezielles? Bestimmung. Und ich gebe euch einen Tipp: Hört diese Musik nie, wenn ihr jemanden gerade verloren habt. Ich habe den Fehler ein bisschen gebracht. Und da war die Musik tausendmal intensiver. Ich will euch jetzt nicht mit meinen persönlichen Dingen nerven. Nein, mir geht's gut. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Mir geht's länger wieder gut. Aber es gibt einen Grund, warum ich momentan einfach nicht Lavandia Town spielen kann bei Pokémon. Und auch für dieses Spiel wieder aufzunehmen, ein bisschen gebraucht habe. Also persönliche Gründe. Hat es immer noch. Aber das Remake ist in den Startlöchern. Deshalb habe ich zu sehr Bock, das zu spielen. Und ich habe Bock auf ein anderes Spiel auch noch. Und deshalb möchte ich das hier erstmal beenden. Alter! Aber ich finde auch, dass diese Musik sehr, sehr verwandt ist. Also, dass es zu tun hätte mit der Welt. Wenn es euch so eine Musik gefällt, kann ich euch auch die Kanya Canyon von Majora's Mask in Zelda empfehlen. Er kann auch schon auf 6 Meter anfangen, mich anzupeilen, deshalb. Ich hasse das. Aber das Schwert besser. Das hatte ich ja. Fehler mache ich nicht. Boah! Was ehrlich, ich bin furchtbar dankbar für diese Arena hier. Junge, die fressen, da brauchen wir was weg. So eine Handgranate wird mir jetzt sehr gut. Ich glaube, ich weiß nicht. Schrotflinte. Nein, ich glaube, ich werde hier sein. Mal sehen. Vielleicht bringt es ja was. Geh weg! Soll ja viel bringen. Sind immer noch beide da? Ja. Aus dem Auge, aus dem Sehen. Schön. Langsamer? Nein, sie werden nicht langsamer. Nur langsamer werden sie auf mich zukommen. Alter, ich brauche für den Bossfight schon bald. Die halbe Stunde! So, ich weiß es nicht. Viel haben wir? Ja, sollte. Schrot haben viel mehr. Ich nutze jetzt die Schrot. Hoffentlich bringt das was. Okay, daran habe ich mich nicht mehr erinnert, dass sie das machen. Gut, ich finde, wir haben es gut überstanden. Jetzt müssen hier... Pyramidenkopf wird sich nicht mehr bewegen. Er scheint etwas zu halten. Scharlachrotes Ei. Pyramidenkopf wird sich nicht mehr bewegen. Er scheint etwas zu halten. Ein rostfarbenes Ei. Was? Was? Wachtelei, Pyramidenkopf, Rost, Scharlachrot. Okay. Ich frag nicht.
Wo war der Safe Point? Hinter mir. Ich bin doch der Volldepp. Ich werde es jetzt so machen, ne? Nur nichts sauer werden. Er ist eine Stockrückseite. Und wie geht's weiter? Hä? Was? Da stimmt doch was nicht. Die Karte stimmt doch überhaupt nicht mehr. Ich will ja nur was wissen. Was zeigt da wohl an? Sie ist abgeschlossen. Ja, schon gut. Ist abgeschlossen. Ja, schon gut. Ich nehme an, ich weiß, was da fehlt. Uno Ayo? Und Uno Ayo. Scharlachrot oder Rostfarben? Ich nehme mal an, Scharlachrot wäre besser. Kann ich zurück? Ja. Aha. Spielt das eine Rolle? Fürs Protokoll, ich bin zuerst beim scharlachroten Ei durch. Aber spielt ihm ja auch keine Rolle scheinbar. Gut, jetzt wird's wieder neblig. Okay, wir haben also die Albtraumwelt verlassen. Da bin ich sogar irgendwie ein bisschen froh. Mary? What do you want, James? I brought you some flowers. Flowers? I don't want any damn flowers. Just go home already. Mary, what are you saying? Look, I'm disgusting. I don't deserve flowers. Between the disease and the drugs, I look like a monster. Well, what are you looking at? Get the hell out of here! Leave me alone already! I'm no use to anyone. I'll be dead soon anyway. Maybe today, maybe tomorrow. It'd be easier if they'd just kill me. But I guess the hospital is making a nice profit off me. They want to keep me alive. Are you still here? I told you to go! Are you deaf? Don't come back! James! Wait! Please don't go! Stay with me! Don't leave me alone! I didn't mean what I said! Please, James! Tell me I'll be okay! Tell me I'm not going to die! Help me! Ich lege jetzt den Controller mal kurz weg. Und jetzt kommt eine ganz persönliche Meinung von mir. Wenn ich jetzt in dieser Lage wäre, und diese Lage wäre realistisch, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass es keine Krankheit gibt, die Menschen tötet, es gibt Krebs, es gibt Viren, es gibt Covid, also sorry, wenn ich das jetzt kurz angesprochen habe, es geht mir nicht um Covid, nein, überhaupt nicht. Ich meine nur, wenn man das Gefühl hat, man ist hilflos, wenn die geliebte Person denkt, sie ist hilflos, wenn sie denkt, sie bedeutet niemandem mehr was. Gut. Das sind die Phasen der Trauer. Am Schluss kommt die Akzeptanz. Aber anyway, egal. Wenn ich jetzt in dieser Lage wäre und ich würde jemandem, ob verwandt, verheiratet, also wie auch immer, es ist ganz meine persönliche Meinung, es kann falsch sein, was ich jetzt sage. Es kann egoistisch sein, was ich jetzt sage. Aber ich würde einfach sagen, die Person kann mich noch so wegschicken. Die Person kann noch so mich zum Teufel jagen, kann mich beleidigen, kann mir
an den Kopf werfen, was will, ich will sagen, Schatz, ich bleib jetzt. Weil das ist einfach nur die Wut, der Hass, dass die Hilflosigkeit über die unänderbare Situation, die meistens aus den Leuten spricht. Und ich würde einfach sagen, du bist ja noch nicht tot. Du bist noch hier. Du bist ansprechbar. Also wieso sollen wir nicht die letzte verbliebene Zeit miteinander genießen? Und wenn das heißt nur einer nebeneinander sitzen, man muss nicht unbedingt reden. Man muss nicht unbedingt sich berühren. Einfach nur so. Ist auch meine Meinung. Und ich habe jetzt das nicht nur, um euch storymäßig auf dem Laufenden zu halten, den ganzen Dialog euch hören lassen, sondern das gehört auch zum Ending. Es kommt darauf an, welches Ending man hat, wenn man den Dialog ganz hört. Aber ich denke, wir haben alle mitgekriegt, dass eben, Entschuldigung, aufstoßen, dass doch Mary James geliebt hat. Und sie hat selber gesagt, also jede von uns kennt sicher eine Person, die mal so dran war. Wenn nicht, dann ist es auch gut. Aber es kommt auch so ein Zeitpunkt, wo man denkt, wenn die Erlösung da ist, ist es meist eine Erlösung für alle. Klar, jemand, der aus dem Leben gerissen wird, das ist schlecht. Sogar sehr schlecht, kann das sein. Aber jemand, der eine lange, schwierige Krankheit durchlebt hat, sind meistens die Beteiligten auch erleichtert, erlöst. Auf eine liebende Art. Ich weiß, ich klinge jetzt wie ein wie ein verdammter Pfarrer oder Prälat. Ich weiß, es geht mir nicht um christliches oder um religiöses, es geht auch darum, hat sicher jeder schon erlebt, und ich will einfach sagen, es gehört dazu. Und manchmal macht man sich, auch wenn man alles richtig gemacht hat, noch Vorwürfe. Man muss einfach seinen Frieden finden, akzeptieren und ja. Jetzt kommt das Ending. Ich habe den Faden verloren vorhin. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen will, aber jetzt kommt der Bossfight. Jetzt bin ich gespannt, was kommt. Wir haben Marys Brief oft gelesen. Wir haben Marys Foto oft gesehen. Wir haben Angelas Messer oft angeschaut. Wir haben uns oft geheilt. Und ja. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Es gibt, Maria haben wir sterben lassen. James hat jetzt eigentlich eingesehen, dass er niemanden mehr braucht. Er kann loslassen. Er kann sein Leben wieder fortführen. Aber ob das passiert? Gut, bei mir ist jetzt schon eine Stunde aufgenommen. Aber ich werde viel rauscutten. Also ich denke, wir werden das Spiel jetzt beenden. Los geht's. Ach ja, ich speichere sicherheitshalber noch, weil auch wenn ich den Dialog gerne gehört habe, so möchte ich dann doch. Ach ja, ich glaube, ich werde auch noch kurz einen Cut setzen. Ach genau, was ich sagen wollte ist, also, es ist so, auf dem Videoband sah man es ja auch, Mary wollte eigentlich sterben, James konnte sie nicht mehr so sehen und hat sie erlöst. Deshalb sage ich auch, James ist zwar ein Mörder, aber erstens, sie hat quasi darum gefleht, er hat sich diesen Wunsch erfüllt, und was eigentlich schlimm ist, er macht sich jetzt viel, viel mehr Vorwürfe, als er eigentlich müsste. Klar, er kann es bereuen und er kann sagen, es war scheiße, dass er das tun musste. Für beides Einvernehmen, aber
Er müsste sich nicht so selbst bestrafen, finde ich. Und auch das Sexuelle, die Untertöne hier, das finde ich ein bisschen unnötig, aber na, das gehört eben ein bisschen dazu. Also, James ist ein Mörder, er hat seine Frau getötet, aber ich finde, er hatte einen Grund, er wollte beide erlösen und er sollte jetzt mit seinem Leben weitermachen. Ob er weitermacht, wie es weitergeht, erfahren wir jetzt. Wie sieht die Karte aus? Oh. Okay, wir gehen mal links durch. Was ist denn rechts? Ja, es wird immer wässriger. Ich frage mich auch manchmal, ob das Spiel gedacht war, also in ersten Silent Hill geht es ja um Feuer in der Alternativwelt. Alessia Gillespie wurde ja verbrannt, im Silent Hill geht es um Wasser und ich frage mich, ob da eigentlich für jeden Silent Hill Charakter ein anderes Element vorgesehen war. Also für jeden Teil. Und ich finde es auch schön, dass wir ab und zu wieder mal nach oben gehen. In meisten Sachen Horrorspielen geht es immer weiter nach unten und man kommt quasi in die Hölle an. James geht jetzt nach oben und das finde ich hat eigentlich einen läuternden Effekt. Aber wie gesagt, ich bin gespannt, auf welches Ending wir kommen. Mary? When will you ever stop making that mistake? Mary's dead. You killed her. Maria? It's you. But I don't need you anymore. What? You must be joking. But I can be yours. I'll be here for you forever. And I'll never yell at you or make you feel bad. That's what you wanted. I'm different than Mary. How can you throw me away? I understand now. It's time to end this nightmare. No, I won't let you. You deserve to die too, James. Heilige Scheiße, heilige Scheiße, heilige Scheiße. Okay. Es wird Zeit für die Gewehrbuchse. Mhm. Und ich werde dann vielleicht nicht mehr so viel reden, weil ich will... Moment, kann ich speichern? Nein, kann ich nicht. Hallo, weiter. Das war jetzt gerade nicht klug. Also... Wie viele Phasen hat dieser Boss? Aber was schon mal gut ist, wir sehen Mary und nicht Maria. Das heißt, James hat mit Maria eigentlich abgeschlossen. Das ist gerade gar nicht gut! Ich kann nichts machen. Bin ich jetzt verwundert? Ein wenig. Komm. Was haben denn Scheiß doch? Nein, was? Haben die mir die Knarre geklaut? Nee, alles gut. Wollte doch sagen, hä? Jetzt reicht's aber. Ja, Herrgott, Sakrament. Das fing doch so gut an. Ach, das gibt's doch nicht. Hey, ist halt mal so hier. Wird nicht gemacht. So, ich mache jetzt mal von. Ich schalte auf stumm, weil ich will das Ending wissen. Also, wir hören uns nach dem Spiel wieder. Thank you.
Mary? James. Forgive me. I told you that I wanted to die, James. I wanted the pain to end. That's why I did it, honey. I just couldn't watch you suffer. No. That's not true. You also said you didn't want to die. The truth is, I hated you. I wanted you out of the way. I wanted my life back. James, if that were true, then why do you look so sad? Mary? James. Please. Please do something for me. Go on with your life. In my restless dreams, I see that town, Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. Waiting for you to come to see me. But you never do. And so I wait, wrapped in my cocoon of pain and loneliness. I know I've done a terrible thing to you. Something you'll never forgive me for. I wish I could change that. But I can't. I feel so pathetic and ugly laying here, waiting for you. Every day I stare up at the cracks in the ceiling, and all I can think about is how unfair it all is. The doctor came today. He told me I could go home for a short stay. It's not that I'm getting better. It's just that this may be my last chance. I think you know what I mean. Even so, I'm glad to be coming home. I've missed you terribly. But I'm afraid, James. I'm afraid you don't really want me to come home. Whenever you come see me, I can tell how hard it is on you. I don't know if you hate me or pity me, or maybe I just disgust you. I'm sorry about that.
When I first learned that I was going to die, I just didn't want to accept it. I was so angry all the time, and I struck out at everyone I loved most. Especially you, James. That's why I understand if you do hate me. But I want you to know this, James. I'll always love you. Even though our life together had to end like this, I still wouldn't trade it for the world. We had some wonderful years together. Well, this letter's gone on too long, so I'll say goodbye. I told the nurse to give this to you after I'm gone. That means that as you read this, I'm already dead. I can't tell you to remember me. But I can't bear for you to forget me. These last few years since I became ill, I am so sorry for what I did to you. Did to us. You've given me so much, and I haven't been able to return a single thing. That's why I want you to live for yourself now. Do what's best for you, James. James, you made me happy. Nein, ich heule nicht. Ihr heult. Nein, ich habe nur ein bisschen Zwiebeln geschnitten gerade. Ich bin gerade am Kochen, deshalb habe ich ein bisschen wässrige Augen. Gut, sagen wir es mal so. Storytechnisch kann das Spiel sehr wenig das Wasser reichen. Ich würde sagen, mir gefällt nur... Der Last of Us 1 besser, das zweite habe ich nicht gespielt, weil das ist nicht so deprimierend. Aber wie gesagt, Silent Hill 2 macht vieles richtig, hat seinen Fame absolut verdient, nur für mich ist es ein bisschen zu dramatisch, es ist ein bisschen zu sehr am selben rumgeredet, aber... Das muss gerade ich sagen, wo das kommentiere und immer und immer und immer dieselben Dinge erzählt habe. Aber naja. Also, ich sage einfach nur so viel dazu. Ich habe das Spiel oft angespielt. Ob als Let's Play oder für mich.
Und meistens bin ich so bis zur Apartmentwelt gekommen. Viel weiter nicht. Oder bis zur Krankenhauswelt höchstens. Dann habe ich mal ein Let's Play geschaut und dachte mir, oh, wenn man es durchhält, erlebt man schon eine ziemlich geile Geschichte. Und ich bin jetzt auch stolz, also dass wir Maria bekämpft haben, die sich als... Also, ich sag's mal so. Wenn man nicht abschließen kann mit sich, also mit der Geschichte von James, wenn er nicht abschließen kann, wenn man so spielt, dann sieht er ja Maria. Und die wird dann auch wütend auf ihn und so. Aber wir haben jetzt Mary gesehen, die aber mit der Stimme von Maria spricht. Also das sagt, dass Maria sehr argenwütig. Wir haben also Mary und Maria beiden irgendwie die Meinung gegeigt, dass wir jetzt alleine weitermachen wollen. Und wie ja aus dem Originalbrief, der jetzt am Schluss heruntergelesen wurde, Mary wollte nur noch unser Bestes. Und ich finde das auch gut so. Wie gesagt, das ist das Good Ending, das Leave Ending. Das heißt, James verlässt mit Laura seinen Till und lebt sein Leben. Und für viele auch, die Macher mittlerweile selbst sagen, das wäre eigentlich ihr liebstes Ende gewesen. Leider ist das Bad Ending, ich spoilere ja jetzt nicht mehr, wo er sich im Wagen, im Auto ertränkt. Und viele sagen ja, dass wahrscheinlich Marys Leiche im Kofferraum liegt die ganze Zeit. Ja. Aber wie gesagt, die Macher sagen auch, sie hätten auch gern, wenn das Good Ending auch ein Canon Ending wäre. Und man soll das als alternative Zeitlinie betrachten. Es ist ja nur ein Spiel, ne? Aber auch ich sage, ich mag das, was wir jetzt bekommen haben. Und ich bin stolz darauf, dass ich so gespielt habe, dass ich für James nur das Beste wollte. Und natürlich auch für Laura. Ja, wie gesagt, ich finde, alle Monster sind ja eigentlich vom James Unterbewusstsein erschaffen worden. Dass Eddie und Angela ihre jeweilige Hölle durchleben in Silent Hill. Also Angela hat die Hölle und Eddie hat alles kalt. Widerspiegelt ja, wie sie sich fühlen nach dem, was sie angestellt haben. Und ich würde mich ja, es ist glaube ich noch niemand auf die Idee gekommen, es würde mich mal interessieren, wie das ganze Spiel aus der Sicht von Angela oder eben Eddie wäre. Also Angela würde mich eher interessieren. Sehr interessieren. Aber auch das Maria nur durch James Unterbewusstsein erschaffen wurde, statt halt ein Monster halt eine Verlockung ist. Aber wie genau das passiert, das erfährt man ja eben im Zusatzkapitel Born from a Wish. Werde ich vielleicht auch. Ich mache jetzt eine kurze Pause. Ich möchte nachher noch was anderes Let's Playen. Aber ich bin stolz, dass ich das beste Ende erreicht habe. Gut. Ich habe normal. Ich dachte, ich hätte easy. Gut, das erklärt einiges. Ich dachte, ich hätte easy. Gut, bei... Ich glaube, es gibt bei Action Level noch ein ganz einfaches. Very easy, aber weil nicht. Aber gut, ich. Ja, ich habe damals eben Button geschmeißt, weil ich das Spiel unendlich mal neu starten muss, weil ich einfach das Speichern nicht aktivieren konnte. Aber das habe ich jetzt und ja, normal durchspielen hat auch Spaß gemacht. Nur weil ich gedacht habe, die Rätsel wären einfach, wusste ich die einfachen Lösungen noch, aber wie gesagt. Also. Wir haben aufgespeichert. Wir hatten 8 Stunden. Ich habe das jetzt wahrscheinlich auch etwa 7 Parts gesteckt. Ich bin 7 Kilometer gelaufen, 20 Kilometer gerannt
Ich habe viel mehr Objekte eingesammelt, als ich gebraucht habe, aber wie gesagt, ich weiß nie genau, wie ihr Endboss dann wird, aber gut. Schiffabschnittzeit, 5 Minuten, ja, da habe ich auch rausgekattet, glaube ich. Schiffshöchstgeschwindigkeit 2, wie kommt man das denn? Okay. Und wir haben insgesamt 1633 Punkte Schaden verteilt, nehme ich mal an, oder erlitten, weiß ich nicht. Wir haben den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Sterne Rang erreicht. Ich weiß nicht, ob das sehr gut ist, aber ich nehme es mal an. Gut, das heißt, wir können jetzt mal weitermachen. Abschlussdaten wurden gespeichert, werden gespeichert. Sehr schön. Wenn wir jetzt nochmal speichern, können wir den Fähigkeitsanzeige freispielen. Gut.